Hallo, ich begrüße euch herzlich zu dieser besonderen Ausgabe von Russland Direkt. Ich befinde mich hier mit Herrn Matthias Piazek, dem Vorsitzenden des Deutsch-Russischen Forums, das den deutsch-russischen Dialog und den Austausch fördern will. Momentan sind ja die deutsch-russischen Beziehungen nicht an ihrem Hochpunkt, würde ich sagen. Und wir sind jetzt gerade bei den Potsdamer Begegnungen, bei denen Sie auch dabei waren. Das ist ein Diskussionsforum, das den Austausch, den deutsch-russischen Austausch fördern will. Und Sie waren dabei. Was waren denn die Kernpunkte heute? Also man muss erst mal konstatieren, dass Ihre Einschätzung eben noch eine sehr freundliche war. Ich würde sagen, die deutsch-russischen Beziehungen befinden sich derzeit in einer Tiefkühltruhe. Oh. Und ich habe zumindest ich mache jetzt seit 25, 27 Jahren Politik, ich habe in dieser Zeit ein so schlechtes Klima noch nicht erlebt. Ich bedauere das sehr, ja, weil ich mich seit Jahrzehnten für ein gutes Verhältnis zwischen Russland und Deutschland einsetze. Aber es hilft alles nichts, man muss den Blick für die Realitäten bewahren. Und das hat der Außenminister Deutschlands gestern mal so schön formuliert: Wenn 100 Gesprächsversuche nichts gebracht haben, dann nicht resignieren, sondern an die 101. Türklinke fassen. Und es versuchen. Sehr positiv. Das machen wir auch vom Deutsch-Russischen Forum mit den Potsdamer Begegnungen. Mhm. Wir haben uns als Aufgabe gestellt, Möglichkeiten herauszudestillieren, wie kommen wir wieder voran. Wie schaffen wir wieder Stück für Stück, das werden nur kleine Schritte sein, ein besseres Klima, und wie verhindern wir vor allen Dingen, dass es noch schlechter wird, als es schon ist. Hier sind sehr viele Vordenker da, die die Fähigkeit haben, mal zu sagen, wie sieht in 5 Jahren, in 10 Jahren unsere Welt aus, und wir haben uns den 3 Themen Wirtschaft, Stabilisierung der wirtschaftlichen Beziehung. Wir haben uns den Fragen der Sicherheitspolitik gewidmet, hatten hochspannende Vorträge von Fjodor Lukjanow, der Chef des Sicherheitsrates in Moskau, und dem ehemaligen Generalinspekteur der Bundeswehr, Herrn Kujat, die auch sehr klar nochmal darauf hingewiesen haben, dass im Moment nicht nur eine unschöne Situation ist, sondern auch eine sehr gefährliche Situation. Ja, absolut. Weil aus so einem kalten Konflikt kann relativ zügig auch ein heißer Konflikt werden. Und wir haben drittens das Thema Politik und Gesellschaft gehabt, insbesondere Zivilgesellschaft, weil, ich sag mal, die große Politik ist immer das eine. Wenn es da aber mal hakt, und im Moment hakt sehr, dann ist es an der Zivilgesellschaft, dann ist es an den, ich sag mal, fast Graswurzelaktivitäten, denen da oben auch ein bisschen Dampf zu machen und eigene Wege zu finden, wie man zertöppertes Porzellan wieder zusammenkriegen kann. Ja, Sie haben das jetzt auch schon angesprochen mit der Zivilgesellschaft. Ich würde sagen, die Stimmung der deutschen Gesellschaft Russland gegenüber ist auch am Tiefpunkt. Und es soll jetzt ja das deutsch-russische Kultur- und Jugendjahr stattfinden. Wie kann das denn diesen Austausch fördern, Ihrer Meinung nach? Also mir fällt schwer, so einer charmanten jungen Frau zu widersprechen. Aber ich würde an einem Punkt widersprechen. Ich mache in Deutschland als Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums sehr viele Veranstaltungen mit Hunderten von Menschen und nehme durchaus differenzierte Stimmung wahr. Es sind sehr, sehr viele Menschen, die haben das und jenes zu kritisieren. Das ist so in einer offenen Gesellschaft, an dem, was Russland tut oder nicht tut. Aber trotzdem sind sie von einer unzerstörbaren Zuneigung zu Russland geleitet, zu den russischen Menschen, zur Kultur, zu dem Land, zu der ganzen Geschichte. Und es gibt auch sehr, sehr, sehr viele Menschen, die nicht vergessen haben, dass das russische Volk uns etwas ganz Außergewöhnliches geschenkt hat, nämlich Vergebung und Versöhnung nach diesem fürchterlichen Zweiten Weltkrieg. Deshalb würde ich sagen, in der Politik ja, Tiefkühlfach. Was die Menschen angeht, ist es längst nicht so. Und wir versuchen eben auch über zivilgesellschaftliche Kontakte viele Brücken zu bauen. Sie haben das deutsch-russische Jugendjahr angesprochen. Wir machen solche Dinge wie hier, die Potsdamer Begegnung, wo ja auch Menschen aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten vertreten sind. Wir werden in Kürze, ich glaube, ich fahre nächste Woche nach Kaluga. Dort findet das nächste Young Leader Seminar statt, wo wir junge, fitte Leute, die schon im Beruf stehen, aus Deutschland mit genauso jungen, fitten Leuten aus Russland eine Woche lang zusammenbringen, findet diesmal in Kaluga statt, um daraus Brücken zu entwickeln, die auch Bestand haben. Wir betreiben weiter das Kulturportal. Wir werden den Science Slam vortreiben, dass es junge Leute an Hochschulen und Schulen beginnen, in einen Wettstreit zu treten, wie man wissenschaftliche Forschung und Erkenntnisse und wissenschaftliches Herangehen auf, ich sag mal, fast theatralisch-spielerische Art den Menschen nahebringen kann. Und das wäre zum Beispiel im Jugendjahr, also eine Veranstaltung des Jugendjahres. Das machen wir jedes Jahr, aber natürlich auch im Jugendjahr.
Der Jugendaustausch, der in diesem Jugendjahr stattfinden soll, soll zum Beispiel Schulen betreffen, soll Hochschulen betreffen, soll auszubildende Jugendliche betreffen. Wir hoffen, dass er gut angenommen wird. Das ist ja noch offen, ob das Jahr gut verlaufen wird. Und wir hoffen, der deutsche Außenminister hat gestern auch gesagt, dass zum Beispiel deutlich noch mehr Hochschulpartnerschaften entstehen. Und wir als Deutsch-Russisches Forum bemühen uns jedes Jahr darum, dass Städtepartnerschaften praktisch in größerem Umfang stattfinden. Wir haben letztes Jahr eine Städtepartnerschaftskonferenz in Karlsruhe gehabt. Es waren über 600 Vertreter von deutschen und russischen Städten da. Wir werden dieses Jahr die nächste Partnerschaftskonferenz wird in Krasnodar stattfinden. Mhm. Also wir versuchen auf vielen Ebenen, da wo die Menschen leben, sage ich mal, Verbindungen zu schaffen, Brücken zu bauen, damit dieses unheimlich wichtige Verhältnis nicht noch weiter leidet. Ja, das freut uns natürlich von Russland TV besonders sehr. Das ist ja auch ein Ziel, das wir betreiben. Sie sind ja auch in den Petersburger Dialogen tätig. Und in letzter Zeit wurden diese Dialoge zu russlandfreundlich bewertet. Es wurde Personal ausgetauscht und vielleicht sogar die Bedeutung der Petersburger Dialoge verringert. Glauben Sie, dass Sie die Petersburger Dialoge in dieser Form auch noch einen positiven Dialog fördern können? Ja, glaube ich. Ja. Hoffe ich und glaube ich. Also die Veränderungen in der deutschen Zusammensetzung haben natürlich auch was mit der gesellschaftlichen Debatte in Deutschland zu tun. Sind neue Menschen dazu gekommen? Das ist, wie ich finde, auch völlig okay. Die Basis des Petersburger Dialogs auf deutscher Seite ist nochmal deutlich breiter geworden. Wir haben einen neuen Vorsitzenden mit Ronald Pofalla, dem früheren Chef des Bundeskanzleramtes. Ich selber habe die Ehre gehabt, in den Vorstand gewählt zu werden, dieses Petersburger Dialoges. Wir haben eine sehr gute Tagung, natürlich mit Streit, natürlich mit Auseinandersetzung, aber das gehört dazu, in Potsdam, das gerade gab. Und wir werden Mitte Juli den nächsten Petersburger Dialog an seiner Geburtsstätte praktisch haben, nämlich in St. Petersburg. Wunderschön. Ich freue mich da sehr drauf. Wir werden unter anderem auch Gelegenheit nehmen, zur Eröffnung dieses Petersburger Dialogs erstmal eine Gedenkstunde zu machen in Petersburg, um der Besetzung, um der Blockade von Leningrad und den Hunderttausenden Toten in Dera zu gedenken. Und das finde ich sehr würdig, finde ich sehr angemessen. Und das zeigt auch, dass weiterhin ein guter Geist herrscht. Jetzt noch zum Abschluss, vielleicht etwas für die jüngeren YouTuber. Können Sie denn ein bisschen Russisch sprechen? Können Sie etwas sagen auf Russisch? Also, Otschen Maloi, Blocher. Ach. Ja, also ich habe mal Russisch gelernt, war Mitte der 70er Jahre ein paar Monate in Russland, da ging es ganz gut. Wenn man dann aber Jahrzehnte die Sprache nicht aktiv gebraucht, dann geht sehr viel verloren. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wenn irgendwann mal wieder ein bisschen Zeit ist, mal 4 Wochen einen intensiven Sprachkurs zu machen, weil mir russische Freunde immer wieder Mut machen. Ja. Die sagen, nach 2, 3 Wodkas am Abend verstehst du schon wieder eine ganze Menge. Und wenn die Hemmschwellen etwas fallen. Und deshalb hoffe ich, dass da noch was dort auch in dem alten Kopf noch regenerierbar ist. Ich bin sehr guter Dinge und das, was ich von Ihnen gehört habe, hat sich schon super angehört. Und Sie können ja auch noch mal im Juli bei den Petersburger Dialogen können Sie noch mal üben. Falls ihr noch weitere Videos sehen wollt von Russland Direkt, dann klickt jetzt auf den eingeblendeten Link und vergesst nicht, uns zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal.